Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Wir können noch die eine Nebenmission hier, die wir letztes Mal schon oder vorletztes Mal angegangen sind, haben wir bloß noch nicht abgeschlossen, weil wir die Vorräte Miduf natürlich noch bringen müssen. Das machen wir jetzt. Er wird bestimmt sehr happy sein. Ich will mit ihnen reden. Da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Alvin höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich hab mich sogar gewehrt. Oh ja, das hab ich. Bin ganz Ohr. Ich hab sein Essen mit. Ganzen drei. Statt mit zwei. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich hab, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Nam, 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 nam. Bitte keine drei Prisen Salz bei mir rein. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ist das jetzt ein Händler? Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an. Was ist das? Tipp R1 um einen leichten Angriff, Tipp R2 um einen schweren. Ach so, das kenne ich aus anderen RPGs. Man kann jetzt essen und das gibt einen positive Sachen im Kampf. Und wahrscheinlich darf ich das jetzt einmal umsonst essen und danach will er dafür wahrscheinlich Metallscherben haben. Komm, wer ist mal das da? Kosten steht da nichts. Ist umsonst, denke ich. Oh, ich muss gleich. Doch, dafür muss ich Metallscherben. Ach so. Jetzt ist das. Achso, ich esse das nicht. Es wird in meinem Beutel getan und ich kann das jederzeit verzehren, wenn ich Lust dazu habe. Das ist natürlich geil. Norm verliert die vorübergehenden Vorteile und Fertigkeitenstärkung. Mittwochs Essen hat die Erholungszeit für deine Konzentration verkürzt. Bringe Köche überall auf der Welt Zutaten, um Essen zu halten. Es kann immer nur ein Nahrungseffekt effektiv aktiv sein. Okay. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Ins Witschern-Gehege wollte ich nicht. So. Dann können wir, denke ich, noch das hier machen. Dazu muss ich jetzt bloß die richtigen Fähigkeiten aktivieren. Ich brauche nämlich das hier, den Resonatorstoß. Und das hier, den Blockbrecher. Ich habe noch vier andere Fertigkeitspunkte. Was ist das da? Nora kriege eine starke Nahkampf-Kombo. Das kann ich, weil ich gleich Nahkampf mache, eigentlich ganz gut gebrauchen. Machen wir auch mal. So, jetzt habe ich noch drei Fertigkeitspunkte. Ich bin nicht so der Fallensteller. Konzentration regeneriert sich schneller. Okay, das klingt interessant. Was ist das da hinten? Breiter Stoß. Wirksame Medizin. Heinebeeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Jo, gib her! Halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit kritisch unter 5... Ja, nehmen wir auch. Was haben wir da noch?
Schnell Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du in kritischem Zustand bist. Unter 25%. Ah, okay. Ich gucke mal, was hier sonst noch ist. Stiller Schlag plus. Stiller Schlag. Ja! Auf jeden Fall. Was ist da so? Berittene Verteidigung. Erleide auf einer Reitmaschine. Ja. Maschinenschaden. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Schaden. Das ist. Okay, das ist, wenn ich überbrücken kann. Das ist erstmal am Anfang nicht so wichtig. Okay. Ja, das Fallen, das tun wir ein bisschen vernachlässigen. Da bin ich nicht so der Typ für. Und Tarnung, das und das ist wichtig. Also vier dieser sechs Bäume sind wichtig für mich. Das können wir ignorieren und Fallenmeister auch. Okay. Dann können wir zu diesem Nahkampfplatz gehen. Jetzt müssten wir eigentlich die beiden Herausforderungen machen können. Was quasselst du denn da? Wir haben doch wie läuft, Hammerkopf? Bisschen Übung gefällig? Es gibt jetzt ein paar neue Trainingsaufgaben. Ja, wir können mal noch. R1, R1, R2. Das merken wir uns mal. So. Besiege Gegner, indem du die Waffendeckung überwillst. Ah, Vorsicht. Gegner in Verteidigungshaltung können jederzeit einen Gegenangriff starten. Benutze die Blockbrecher-Kombo R1, R1, R2, um sofort die Waffendeckung eines Gegners zu durchbrechen und ihn anfällig für Folgeangriffe zu machen. Okay. Eine Minute habe ich dafür Zeit. Wenn du immer dieselben Angriffe nutzt, wird dein Gegner ihnen ausweichen. Variiere Angriffskombinationen, dann bist du nicht so berechenbar. Runde. Komm schon, wenn dein Gegner weiter blockt, dann brich mit einem schweren oder einem Wuchangriff durch. Oder du überrumpelst ihn von hinten. Hallo, geh da weg, ey Leute. Ich habe kaum noch Zeit. Das hat nicht gereicht. Versuch's noch. Ja, ja, ich habe den Anfang verkackt. Danach war ich ein bisschen besser drin. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich den Irren finden und mit ihm zusammen. Wenn du immer dieselben Angriffe nutzt, wird dein Gegner ihnen ausweichen. Variiere Angriffskombinationen, dann bist du nicht so berechenbar. Oh, du siehst so schlecht aus als gestern. Aber ich muss dir vergesse ganz kleine. Ich hab irgendwie eine Ecke, das ist ganz gut gerade. Genau darauf, wie dein Gegner steht und was er vorhat. Durchbrich seine Abwehr mit gezielten Angriffen. Okay, Resonatorstoß, was ist das? Durch Nahkampf-Wuchtangriffe wird dein Speer schneller initiatisiert. Besiege deinen Gegner mit deinem Resonatorstoß. Diese Technik zieht Nutzen aus den Nah- und Fernkampfangriffen und fügt für einen Schlag gewaltigen Schaden zu. Das zählt. Natürlich zählt. Kommt ein Speer gegen diese Rüstung an, nutze Angriffe zum Energetisieren. Starte dann einen schweren oder Wuchtangriff und sprenge die Rüstung weg. Guter Tag! Schwächen gesetzt! Und wann sehe ich, wenn der energetisiert ist? Diese Energie hält nicht ewig. Schieße auf das Leuchten, bevor die Energie abklingt. Ins Gespräch. Einstieg.
Statt nur darüber zu reden. Musst du nicht irgendwo anders hin? Das macht kaum Schaden. Okay, einfach nochmal. Ich habe das nicht ganz gecheckt, glaube ich. Sieht toll aus wie immer. Nicht schon wieder. Wir sehen uns später. Irgendwann sollte lieber mal die Kurve kriegen. Kurz Luft schnappen. Ja! Ich bin, glaube ich, gerade zu blöd, das zu checken. Diese Energie hält nicht ewig. Schieße auf das Leuchten, bevor die Energie abklingt. Jetzt check ich's, glaube ich. Ja, okay. Ich habe diesen Ring da gesehen und den muss ich abschießen. Einfach nochmal. Ist gestern noch was passiert, als ich weg war? Diese Energie hält nicht ewig. Der Speer kann entscheidend im Kampf sein. Ah, okay. Energetisiere erst ihn, dann Gegner. Jetzt habe ich es verstanden. Mit solchen Energiestößen kannst du deine Gegner vernichten. Okay, Lehrmeister-Herausforderung. Stelle deine Nahkampfhilfe auf die Probe und besiege Ordnung, Lehrmeister von Kettenkranz. Ordnungsstarker und direkter Ostermarien-Kampfstil ist extrem effektiv. Mit seiner Spezialisierung auf das Ausweichen und Blockieren von Angriffen hat er die besten Schläger besiegt, die Schrecken zu bieten hat. Du willst nur deinen Speer und Trainingsbogen. Ja, okay. Ich muss wahrscheinlich das, was ich eben gelernt habe, gegen den anwenden. Kannst du das besser? Ich glaube, das ist dein. Meine Runde kann es nicht sein. Prüfung vorbei und ich gewinne. Ja, ich muss das mit Ausweichen besser lernen. Kannst du das beenden? Oh, ich hab mir eine Ecke, glaube ich. Gute Angriffskombi. Mehr hast du nicht drauf? Was? Ich geb auf. Okay. Geschafft.
Gut gekämpft, wirklich. Gut gekämpft. Geht es dir gut? Ja. Puh. Wie dumm von mir zu denken, ich hätte Chancen gegen die Retterin von Meridian. Hier, nimm das. Eine Kleinigkeit für die neue Meisterin. Danke, Odurk. Hoffentlich bis bald, ja? Komm vorbei, wenn du wieder trainieren möchtest. Belohnung, markenloser Schädel. Ja, für die Tutorials kriege ich ja nichts, das ist einfach nur zum Üben wahrscheinlich, ne? Ich sollte los. Ich bin hier, wenn du wieder trainieren willst. Färbung freigeschalten, Blutdämmerung. Okay, was immer ich damit mache. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die Suche nach Erend. Haben wir ja jetzt lange genug vor uns hingeschoben. Wie weit ist er denn weg? Ah, so weit ist das gar nicht. Jedenfalls da, wo er vermutet wird. What the fuck ist das? In Brutstätten gibt es Daten. Und wohin willst du? Ein Säuredauernrücken. Das ist den, den ich mir bei der Hauptquest mir schnappen soll. Der möchte aber wohl nicht zu Ehrens Position laufen, oder? Da ist was kaputt von den Viechern. Ah, da liegt nichts. Ja, was ist das da? Aber ich habe da so ein riesiges Gebäude gesehen. Unbekannte Reliktenruinen. Okay. Werden die mir bei Quest irgendwie angezeigt? Rede mit den Lehrmeistern, das habe ich doch schon gemacht. Ja, wenn ich in Kettenkrat zurück bin, mache ich das nochmal. Wir haben ja die eine Quest da. Irgendwas sieht mich. Das sind Stolperdrähte, ich muss aufpassen. Erstmal plündern wir hier das Lager. Auch wenn das wahrscheinlich von Ehren sein wird. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Das war falsch. Hä? Warum wirfst du... Ich verstehe nicht, warum sie gerade nicht Stein nicht geworfen hat. Weil ich entdeckt wurde, darum. Ja, ist mir schon klar, aber ich wurde erwischt. Weil Aloy aus irgendwelchen bekannten Gründen den Stein nicht geschmissen hat. Das war der letzte. Hallo Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag.
Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist... Komm schon her! Ich will mich ordentlich bedanken. Warte. Steine werden geworfen, ja. Ach, auf einmal! Okay, das hat sie eben die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit unten gedrückt, ich schwöre es. Ich habe nach unten gedrückt gehalten, ne? Ich muss nur antippen. Erst plündere ich hier, mein Freund. Die haben mir genug Ärger gemacht. Und wo bist du überhaupt? Ah, da stehst du. Ah, ne, das ist ein Stolperdraht. Kann ich den entfernen? Und wer bist du? Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Fühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Okay. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orwend. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Ja, der Irvend, der wird nicht sonderlich gemocht. Warum hat er überhaupt das Sagen da? Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperdrähten zu platzieren. Tippe R2 an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen. Ich feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperdrähte man zur selben Zeit platzieren kann. Sei vorsichtig, nicht in deinen eigenen Stolperdreh. Das wird mir hundertprozentig passieren. Gegner, die den Stolperdraht auslösen, nehmen Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihn angezeigt wird. Wenn das Aufbausyndrom voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich in dem Betäubungszustand nicht bewegen und sind anfällig für kritische Treffer von Nahkampfangriff. Scanne Gegner mit dem Fokus, um herauszufinden, ob sie resistent oder anfällig gegen Schockangriffe sind. Okay. Er hat auch irgendwas von Jagdgebiet gesagt. Das kennt man von Horizon Zero Dawn. Habe ich nicht so ganz gerne gemocht. Aber ich habe es natürlich gemacht, weil es zwingend notwendig war für Platin-Trophäe. So, ich soll hier irgendwas scannen.
Was ist das hier für eine Geräuschkulisse? Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Dann folgen wir der Spur mal. Irgendwas sieht mich. Ah, das sind diese dicken Viecher. Mit denen lege ich mich mal noch nicht an. Da oben läuft schon wieder einer. Ist das diese Ruine? Ja. Und da ist das Jägergebiet. Das lasse ich erstmal noch sein. Erstmal suchen wir Erend. Ja, Erend war anscheinend fleißig. Hat fleißig Maschinen erledigt. Okay, wir laufen wahrscheinlich das komplette Tal hier durch, oder so wie es aussieht. Okay. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Könnte Erend sein, ne? Das kommt für später zum Vorrat. Moin, Erend! Oh, er ist leicht in der Unterzahl. Jetzt nicht mehr. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouillen am Nachmittag! Nur der Hammer! Nur der Kampf! Aloy? Erend! Das hat, glaube ich, wehgetan. Mit den Viechern habe ich mich noch nie angelegt. Schock. Schwach gegen Schock. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Okay. Uiui, das ist ja richtig effektiv! Schade, ich hab gedacht, der geht hoch. Ah, da steht nur 5 her. So.
Letztes Mal ist er nicht hochgegangen. Noch mehr? Nee. Okay. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar verfüllt. Schalte Spulenplätze für deine Waffen frei, indem du sie verbesserst. Rüste Spulen aus. Achso, die Dinger sind das. Ja, wir werden in der nächsten Folge mit Ehren sprechen. Wir sind schon am Ende wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.